Hallo aus Bad Reichenhall, aus dem südlichsten Zipfel von Deutschland. Das ist der Landkreis Berchtesgadener Land. Wir machen hier einen Kurzurlaub und ich möchte gerne das Hotel vorstellen, in dem wir hier wohnen. Das ist das Hotel Bayern Vital, liegt gleich hinter mir. Aber bevor es losgeht, sei erwähnt, das ist kein Werbevideo. Ich bekomme also überhaupt nichts dafür, sondern möchte einfach nur die Eindrücke schildern, wie es in dem Hotel ist, was es für Vor- und Nachteile hat. Also, dann würde ich sagen, gehen wir als erstes mal rein ins Hotel. Sei noch erwähnt, dass das Hotel direkt am Rupertuspark liegt, relativ zentral gelegen, bis zur Innenstadt. Wir haben, ist eigentlich eine Stadt mit 17.000 Einwohnern, sind es ungefähr 5 Minuten. Da bekommt man auch alles, was man so braucht fürs tägliche Leben. Jetzt geht's aber rein. Wenn man in die Lobby kommt, das ist alles sehr, sehr großzügig, sehr schön, sehr aufgeräumt, furchtbar nettes Personal. Ja, und man hat direkt einen guten Eindruck, wenn man das Hotel betritt. Zur Verpflegung ist zu sagen, wir haben nur Übernachtung mit Frühstück gebucht. Das Frühstück ist ausgezeichnet. Es gibt ein reichhaltiges Buffet mit ganz, ganz vielen Leckereien und natürlich den Basics. Und da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Zu den Zimmern ist Folgendes zu sagen. Wir haben also ein Dreibettzimmer. Unsere große Tochter ist dabei. Das Zimmer selbst, der Wohnbereich ist ausreichend groß. Platz für die 3 Betten. Es gibt eine kleine Ablage, einen kleinen Schreibtisch und einen sehr, sehr schönen großen Fernseher, den man auch von allen Positionen gut einsehen kann. Auf der Terrasse hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Berge, drüben auf dem Predigtstuhl. Ist ein tolles Panorama. Was grausam ist, grauenvoll, ist das WLAN. Das ist eine einzige Katastrophe. Man stürzt ständig ab und kann eigentlich überhaupt nichts machen. Man kommt immer wieder in die mobilen Daten rein. Oder ich habe auch einen Laptop dabei, der funktioniert überhaupt nichts. Also das ist ein dicker, dicker Minuspunkt. Kann aber auch sein, dass das etwas durch die Abgelegenheit des Zimmers kommt. Es scheint in anderen Zimmern, die zentraler liegen, könnte es besser sein, das weiß ich nicht. Das Badezimmer ist sehr, sehr großzügig gebaut, sehr sauber alles. Wir haben eine tolle Duschabtrennung, wir haben viel Platz, 2 Waschbecken und wir haben ein Tageslichtbad. Ich denke, das hat nicht jedes Zimmer. Wir sind wohl eins der wenigen, das ein Tageslichtbad hat mit einem großen Fenster und das ist natürlich ein großer Vorteil. Das Hotel heißt wahrscheinlich Bayern Vital, damit man dort vital bleibt. Da ist natürlich die Voraussetzung Sport, Sportmöglichkeiten. Es gibt also einen schönen Fitnessraum mit hochwertigen Geräten drin. Und es gibt ein tolles, tolles Schwimmbad mit einem großen Becken, sehr sauber, mit einer Sauna dabei, die ist von 16 bis 22 Uhr täglich geöffnet. Das Schwimmbad ist, glaube ich, von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Also man kann da auch zum Beispiel vor dem Frühstück, könnte man dort auch schwimmen gehen. Derzeit wegen Corona ist das beschränkt auf maximal 10 Personen. Aber da wird niemand lange bleiben, weil es gibt nicht viele Möglichkeiten, sich hinzulegen. Wir haben das Hotel direkt über die Homepage gebucht und da haben wir als Gimmick bekommen, dass wir kostenlos in der Tiefgarage, in der hoteleigenen Tiefgarage parken dürfen. Was es auch noch gibt, ist eine Wiese, eine Spielwiese auf der Rückseite des Hotels, vor allen Dingen für die Kinder, da sind Spielgeräte und da kann man sich gut austoben.
Wenn man in Reichenhall Urlaub macht, dann muss man Kurtaxe bezahlen. Das ist für uns für die eine Woche ungefähr 20 Euro pro Person. Und für diese Kurtaxe kriegt man eine Kurkarte. Und dann kann man zum Beispiel kostenlos den Stadtbus bis nach Bayerisch Gemein, das ist der Nachbarort, benutzen. Wir sind zum Beispiel gestern mit der Kurkarte Richtung Salzburg gefahren und das hat uns hin und zurück pro Person nur 8 Euro gekostet. Salzburg ist ungefähr eine Stunde mit dem Bus entfernt. Das ist echt günstig. Ja, das war auch schon das kleine Video über das Hotel. Ich hoffe, es hilft bei der Kaufentscheidung. Wir würden auf jeden Fall wiederkommen. Die Vorteile überwiegen doch ganz klar die Nachteile. Also es ist alles sauber, nett und auch Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Die Qualität vom Frühstück ist super. Zusammengefasst, negativ ist eigentlich nur das WLAN. Das steht an erster Stelle. Und vielleicht die etwas maue Beleuchtung in unserem Zimmerflur. Aber das ist eigentlich kein Nachteil. Da kann man sich auch zu helfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.